Servus und hallo zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Erstmal vielen, vielen Dank an die letzten Abonnenten. Ist mega geil, wie ihr mich unterstützt. Daumen nach oben, das ist toll. Thank you and the all subscribers the last time. Ja gut. Und danke für eure Unterstützung, für eure Likes und so weiter. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank, freut mich. Und gibt mir auch die Motivation, das immer weiter zu besser zu machen. So, kommen wir mal heute zum heutigen Thema, zum heutigen Infovideo, was eigentlich auch Sinn der Sache ist. Es geht um die Platinum Edition vom LS17. Ja, wurde angekündigt auf der offiziellen Seite von Giants. Und Entschuldigung. Und diese wird erscheinen am 14. November 2017. Und sie wird neben den allbisher vorhandenen Inhalten, wo so drin sind, also neben dem Kuhn DLC und dem Big Butt DLC, wird es noch neue Features enthalten. Damit nach Aussage von Giants her, davon bin ich auch überzeugt, die Spielerfahrung auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One sowie auf dem PC und Mac weiter verbessert wird. Und es wird auch eine komplett neue Karte geben. Die neue Karte wird im Stile Südamerikas sein und wird mit ihrer authentischen Landschaft und einzigartigen Vegetation, man sieht es hier schon ein bisschen an den Palmwedeln, sage ich mal, und den ganzen Sträuchern, ein bisschen auch an die Anordnung im Hintergrund, an die Landschaft, das erinnert schon ein bisschen so an Südamerika. Und das typische Schienennetz auch. Und die einheimischen Kühe. Ich bin mal schon mal gespannt, wie die Kühe umgesetzt werden im Spiel. Da freue ich mich auch schon drauf. Und es gibt natürlich, kannst du noch mehr dein Imperium ausbauen. Und neben den bekannten Pflanzen, wo im Spiel vorhanden sind, also die Standardfruchtsorten, kommt nun auch Zuckerrohr dazu. Das sieht man auch hier an der Maschine. Das ist übrigens ein Case IH A8800 ML und Weltmarktführer ist Case in diesem Fachgenre, was Zuckerrohr betrifft. Und es werden auch noch zusätzliche weitere Marken dazu kommen, nicht nur aus Südamerika, sondern auch aus Polen und Australien. Dazu zählen zum Beispiel die Marke Stara oder die Marke Doble TT oder Bison. Bison müsste eigentlich jemand, für jedem eigentlich was sagen. Bison, südeuropäische Mähdrescher zum Beispiel. Und Gestern Industries. Und die feiern natürlich ihr Debüt im Spiel und ja. Wenn man dann die ganzen Fahrzeuge zusammenzählt, sind es laut Angabe von Giants, ich zitiere, 275 Fahr- und Werkzeuge. Und über 80 namhafte Hersteller. Und ja, bisher gibt es dieses Bild. Ich vermute auch, dieses wird es auch auf der CD-Cover drauf sein. Dann einmal noch dieses Bild hier. Hier sieht man den Kais A8800 MR noch ein bisschen detaillierter. Und hat schon Art. Das Fahrzeug sieht schon putzig aus. Sieht auf den ersten Blick ein bisschen so aus, als wäre da eine Mähdrescherkabine drauf gebaut worden. Aber ich finde, es hat schon Art. Auch was mir auch auffällt, sieht schon typisch amerikanisch aus, südamerikanisch. Nicht nur wegen den Sträuchern her so, sondern auch wegen dem Holztor. Testanico oder Teslanica, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Lapacho. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wenn ihr mehr darüber weißt, wie man das ausspricht, schreibt es in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht mit einer Sprachnachricht oder sowas. Würde mich freuen, wie man das ausspricht. Sonst blamiere ich mich noch hier. Gut, und noch ein weiteres Bild. Hier sieht man einen Massey Ferguson. Der wird wahrscheinlich für den ganzen Pflanzenschutz und für die Feldarbeit zuständig sein. Auch mit einem anderen Dach und mit einem Auspuffrohr nach oben. Das sieht auf jeden Fall mal interessant aus. Auch die Landschaft sieht man nochmal hier im Hintergrund. Sowie ein Motocross hier. Bin mal gespannt, was da alles kommt. Und
Ihr könnt die ganzen Sachen nochmal auf der offiziellen Seite anschauen, was ich jetzt alles gesagt habe. Wie erwähnt, wird dieses Spiel am 14. November, nicht das Spiel, dieses Add-on, korrigiere das Add-on, rauskommen und ihr könnt es dann im Einzelhandel oder digitaler werden, dass ihr die neuen Inhalte hinzufügen könnt. Falls man den Landwirtschaftssimulator noch nicht besitzt, kann man natürlich auch die Platinum Edition als Box kaufen oder natürlich digital erwerben. Und ja, so viel dazu. PC und Xbox Spieler, das betrifft zum einen den Matze. Grüß dich, Servus. Ist es so, dass dieses über den Season Pass herunterladen werden kann. So, ich denke mal, das waren jetzt alle Informationen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem Platinum Add-on, dann schreibt es in die Kommentare. Dann gehe ich auf eure Fragen drauf ein und dann klären wir das. Und ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und in diesem Sinne bis bald und frisch gestrichen reingehauen und Knockout. Wir sehen uns.